20. Juni 2018, 15.44 Uhr, Moritz Hartmann, links im Dress des FC Ingolstadt Fußball Drittligist Fortuna Köln hat sich mit zwei Offensivkräften für die kommende Saison verstärkt. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, wechseln Stürmer Moritz Hartmann vom FC Ingolstadt und Linksaußen Kwame Yeboah von Borussia Mönchengladbach 2 zu den Rheinländern. Über die Vertragsdauer beider Spieler machte die Fortuna keine Angaben. Kwame ist ein absoluter Wunschspieler von mir. Er kann im Sturm sowie auf beiden Flügeln spielen und erhöht damit weiter unsere offensive Flexibilität, freute sich Fortuna-Trainer Uwe Koschinat auf den Neuzugang aus Gladbach. Über Hartmann sagte Koschinat, er ist als zentraler Stürmer für uns ein echtes Kaliber. Er ist ein fleißiger Spieler, der viele Kilometer abspult und den Gegner immer wieder früh unter Druck setzt. Punkt. Über die Jahre hat er zudem in unterschiedlichen Ligen immer eine stabile Torquote nachgewiesen.